Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Wockyline und wir haben diesmal einen besonderen Gast bei uns. Und zwar derjenige, der das Spiel nennt. Mich nicht. Da ist er schon, Zeronimus. Und wir gehen in die Mario-Zone. Ah, das bin ich. Und Leute, ich hole mir auf jeden Fall die Münzen zurück. Ich werde das am Ende nochmal offscreen machen, weil ihr habt gesehen, ich habe die Münzen bereits geholt. Und ja, dann wird der letzte Part das Schloss sein. Ach, du bist Game Over gegangen? Ja. Wie hast du das denn angestellt? In der Space-Zone bei einem lästigen kleinen UFO-Männchen. Ach. Also, ich habe das noch nie geschafft, Game Over zu gehen. Ich wusste gar nicht, dass man da alle verliert. Okay, gut zu wissen. Ah. Okay, egal. Also, ja, ich bin noch nie Game Over gegangen. Das ist generell, ich bin in ganz vielen Spielen, die ich mal eine Weile lang gespielt hatte, weil ich mir irgendwann gedacht, ich frag mich, welche Musik kommt, wenn man Game Over geht. Dann muss ich meine 99 Leben, die ich für gewöhnlich habe, immer mit Mühe voll abarbeiten und springe immer in irgendwelchen Abgrund, nur weil ich wissen will, welche Musik kommt, wenn man Game Over geht. Das ist mir zum Beispiel bei Donkey Kong Country 3 so gegangen. Da hab ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn Game Over erscheint? So, ja. Aber diese Welt, die du gerade spielst, ist auf jeden Fall meine Lieblingswelt mit Abstand. Ich liebe sie einfach, diese Maschinenräume und so. Ja, die sind wirklich cool gemacht. Und ich bin gerade geschrumpft. Nein, jetzt habe ich dir ganz schön lange das. Oh, jetzt habe ich ein besseres Item. Spikes. Möhre. Ach, und übrigens, ich habe dir jetzt eine ganze Weile lang das Wort geklaut. Das tut mir leid. Es ist einfach so, wenn ich einmal anfange zu reden, dann überkommt es mich. Übrigens, da in dieser Lücke ist ein Leben versteckt. Ich weiß. Jetzt weg. Schrauben des Todes. Wenn du dich reinläufst, dann kannst du ja dir eine Blume holen und dann durch den Geheimgang links laufen. Aber das ist sowieso nur so ein Münzgang. Also ein Gang voller Münzen. Ah, ich sehe schon. Muss nicht sein. Also das sind richtig nur viele Münzen und ein Leben ist drin. Und jetzt musst du dich halt ganz sanft da runtertragen lassen. Entlang der Münzen. Und am Ende bist du bei der Glocke. Klingeling, ja. Aha. Das haben wir doch geschafft. Der Eiswagen ist da, meine lieben Kinder. Der Eiswagen kommt, liebe Kinder. Und jetzt bringt schnappt euch euer Item. Oder auch nicht. Du hast einfach mal gar nichts gekriegt. Geile Sache. Der Eiswagen ist da. Tut mir halt heute nichts für dich. Das ist ja, ja lustig hier, Welt. Weiter geht's bei Marios. Ja, weiter geht's bei Marios Eiern. Er hat ganz schön viele. Ein paar sind stachelig, ein paar nicht. Herr Klempner, was erwartest du? Und an einer Stelle kannst du dir richtig ordentlich Münzen abgreifen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie sehe. Wie komme ich daran? Ich will das Leben da haben. Stopp. Da kommst du später ran. Stopp, da war's. Da sind. Nein, du bist zu weit zurück. Geh mal ein bisschen weiter rechts. Stopp. Hier? Das war ein bisschen. Nein. Erstmal meine ich mit dem Geldsack. Da ist ein Geldsack versteckt. Da sind nämlich im Hintergrund vier so Teile und genau in der Mitte ist ein Geldsack. Bisschen weiter rechts. 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 So, und stopp. Da rechts ist nämlich im Hintergrund so ein Münzsack versteckt. Das sind nämlich im Hintergrund diese vier. Ja, genau. Ich hab ihn. Bingo.
Haha, ordentlich Münzen abgestaubt. Und da ist es, glaube ich, die zweite Röhre, die du runter kannst. Aber egal, ist bloß ein Leben. Boing, boing, boing. Wacky hat Spaß. Muss man doch bei boing, dem... Boing, boing, boing. Muss man doch bei dem Spiel. Aber auf jeden Fall. Muss man bei jedem Spiel. Das ist meine Devise. Ach, Kinders, was haben wir das... Hauptsache der Spaß. Was haben wir da, die suchtet mal das Spiel. Das ist ein richtiges Stück Geschichte, das Ding. Also zumindest... historisch. Also ihr könnt... nimm auf keinen Fall das zweite, ja, meine ich ja. Weil da halt ein Gumba ist. Man konnte sich beim Rest halt Items holen. Jedenfalls, wo war ich? Ach ja, ist ihr könnt ja in Geschichteunterricht gehen, falls ihr ein Referat was machen müsst. Ein Referat in Geschichte. Haltet über dieses Spiel. Es ist ein bedeutendes Stück Kindheit. Meine lieben Mach Zuschauer. Mach mal den Spin-Jump, Mario. Da kannst du sofort auf die Glocke weiterspringen. Wenn du, wenn du jetzt Anlauf nimmst, kannst du die Glocke erreichen. Von da aus. Er ist durch den Ball durchgeglitscht. Blub. Blub. Ja, wen interessieren Texturen? Wir bekommen einen schönen Pilz. Nicht Pilz. Eine Blume. Ich meine natürlich... ganz genau. Wir gehen zur Zunge über. Ach, das war auch eine richtig coole Stage. Vorsicht, der letzte ist ein Kasperle. Ach, die Kugel will ich auch wieder. Der letzte Fragezeichenblock wäre ein Kasperle. Ja, aber die stammen wirklich von Mario. Die Kugelwillis. Okay, okay, verstehe. Also, die machen immer drei Ecken. Eins, zwei und bei der dritten bleibt es stehen und explodiert nach einer Weile. Das machen die immer. Also immer die dritte Ecke explodieren. Oh. Ah, es hat ein schöner Soundtrack. Oh ja, ich würde gerne mitsummen, aber ich weiß ja nicht, an welcher Stelle ich einsetzen müsste. Nein. Der kommt ja auch beim Bienenstock. Da kannst du auch hochspringen, so. Oder du machst es auf die altmodische Art. Und machst jedem das seine. Die Stelle nochmal. Was ich auch sagen muss, die Levels sind bisher echt einfach. Ja, das Schloss wird aber dann einen Riesensprung nehmen, sag ich dir. Ich weiß, wovon ich spreche. Oh je. Also das Schloss, das ist herausstechend, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab's mit meinem Emulator nur geschafft, wenn ich die Möhre habe. Denn an einer Stelle, da musste man halt weit springen und da ich hatte noch eine Weile lang den Bug, dass ich nicht nach links sprinten und springen konnte. Und deswegen war der für mich unmöglich, außer halt mit, naja, ich glaub, mit das riecht den entsprechenden nach... Hilfsmitteln der Möhre. Ich glaube, das riecht nach Ragen. Ups. Ach nee, nicht mal. Du kannst immer noch rein. Das Teil Nein, nimmt dich nicht mehr. Komm zurück. Du musst jetzt einlegen. Muss ich jetzt zurück? Tja, Wacky, du hast es versaut. Nein, das nimmt dich ja nicht mehr. Das hat dich jetzt ausgespuckt. Das ist dir jetzt völlig egal. Ja, dass du zurück auf die Plattform gelaufen bist, war erschreckend doof. Du hättest einfach, wenn du in den Dorn warst, nach links rennen müssen. Aber ich sag dir mal einen einfacheren Weg. Kurz bevor du in dieses, Dings gehst, bevor du in diesen Kran hüpfst, dann oder mach Stacheln das mal nicht. Hüpfst. Ja, oder so. Das solltest du auch nicht machen. So als Tipp. Es schädigt der Gesundheit. Von Mario. Ganz genau. Und jetzt, kannst du von der linken Ecke aus. Stopp, 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 komm zurück. Nee, mach das nicht. Nein.
Sorry, der war versetzt, der Bildschirm, oh. Deswegen hast du ja zu spät gesehen. Leider. Ja. Leider. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Unten ist ein Leben für dich. Du musst aufpassen. Nicht, dass du dich triffst. Nicht, dass du dich treffen lässt, meine ich. Da kannst du dich ducken an diesem Eingang. Da passiert dir dann nichts. Ja, außer du springst rein. Ich dachte, der kommt nicht mehr raus. Gut, er kommt raus. Doch, kommt er. Aber jetzt geh mal nicht in den Kran. Sondern bleib vorher stehen. Denn wenn du jetzt von der linken Ecke aus springst, also wenn du jetzt gerade auf dieser anderen Plattform bist und dann nach oben springst, ja, dann kommt ein versteckter Block und du kannst oben rüber. Clever. Vorsicht, aber das sind immer noch Gegner. Ich sehe es. Und Dornen. Okay, noch ein Jump-Back-Part. Knappe Kiste. Spin-Jump auf diesen Fragezeichenblock. Ach stimmt, das funktioniert ja auch. Ja, natürlich. Was ist eigentlich das für ein Vieh? Komischer Clown. Das ist bloß ein Clown. Er trollt dich. Trollface. Jetzt wird's knifflig. Jetzt musst du nämlich abspringen, bevor das Teil stehen bleibt. Denn sonst wirst du weggedrückt. Und einfach tragen lassen bis zur Glocke oder auch nicht. Du hättest vorher springen müssen. Aber ich hab's zu spät gesehen. Ach, die so, jetzt kommt der Boss im Legoland. Was ist nebenbei, Leute? Ich meine, das ist doch überhaupt nicht gekupfert von Lego, ne? Nein. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein reines Legoland. Warum? Ja. Ich meine, guckt euch das mal an. Meine Rede. Was hat Nintendo dabei gedacht? Hat etwa ein Pakt mit Lego geschlossen? Oder einfach so? Vielleicht war Lego damals schon sehr attraktiv. Was war das? Ein schwarzes Ferkel? Tatsächlich. Ein schwarzes Mondschwein. Es wurde geteert, nur das Federn hat noch gefehlt. Die mussten warten. Und die Kettensägen sind auch wieder da. Ich habe früher mal gedacht, das wären Sonnen. Weil die so komisch aussehen. Ich trau und mich damals da. Damals hatte ich halt noch ein. Ich trau mich da keinen. Damals hatte ich noch einen Farblot, also. Weil in Hex. Nein, nein, das darfst du auch nicht. In Hex kann man so Spin-Jumps aufs die Sägen machen, aber hier geht das bestimmt nicht. Ach, die drei Schweinchen, jetzt weiß ich's wieder. Einfach so oft schießen, wie du kannst. Und halt ausweichen. Ja, okay, das mit dem Schießen geht jetzt wohl nicht mehr. Du musst immer dreimal auf eins springen und dann kommt das dritte. Das zweite. Das erste rollt, die das zweite halt immer. Springt und zwar immer schneller. Das dritte, der springt allerdings sehr hoch. Sehr hoch, wolltest du sagen? Jetzt. Ja, der dritte springt extrem hoch. Im Gegensatz zu seinen Kumpelinen. Also der wird immer undurchschaubar. Oh. Nein, na. Undurchschaubar. Wie gesagt, wird immer undurchschaubarer, was seine Kampftaktik betrifft. Aber jetzt kannst du unten lang gehen. Geh unten her.
diesen Kreis sägen. Jetzt musst du dich ducken, weil an einer Stelle findest du dann einen Sack Münzen. Schon gesehen. Und eingesammelt. Also ob, also dass das mit dem Spinjumpen kaputt geht, ist mir auf jeden Fall neu. Aber mal so nebenbei, du kannst auch einen Spinjump bei den Schweinchen aktivieren, dann werden die gleich zweimal getroffen. Glaube ich zumindest. So wird so gewertet, als ob. Muss ich beim nächsten Versuch mal probieren. Ich glaube, der Versuch wird volle Kanne daneben gehen. Ja. Och, jeder hat mal seinen blöden Tag. Wacky hat eben seine blöden 5 Stunden. Ich esse jetzt erstmal einen Marienkäfer. Habe ich mir verdient. Ist noch von Ostern. Mhm. Lecker, lecker, viel Spaß, Entdecker. Lecker, lecker vom Osterbäcker. Jetzt machen wir Spinjumps auf sie. Zumindest glaube ich, dass die dann schneller kaputt gehen. Nee, tun sie nicht. Schade. Nee. Egal. Ich habe lange dran geglaubt. Lange, lange Zeit. Gut, Nummer 3. Und jetzt muss man darauf achten. Man muss quasi gucken, man muss quasi vorhersehen, wo der als nächstes landet. Sonst hat man verloren. Bingo. Ja, genau so. Und da fliegt das Schweinchen. Jetzt auch noch einen Marienkäfer. Ja, du hast tatsächlich alle Coins verloren. Wacki, wacki, wacki. Achtet mal da nicht drauf, weil die holen wir uns wieder. Das wollen wir aber auch onscreen sehen. Turtle Zone. Mhm. Oh nein, Fische. Cheap Cheeps voll gekupfert von Mario. Wasserlevel. Ich hasse Wasserlevel. Und ich sag's immer wieder gern. Ich weiß gar nicht warum. Ich liebe Wasserlevel immer. Vorsicht, da kommt gleich ein Hai. Das war knapp. Hab's gesehen. Du hast dich durch den Fisch geglitscht. Ohne Schaden. Mhm. Sieht witzig aus, der Hai. Aber auch böse und gemein und gefährlich. Unten ist die Glocke. Ich seh's. Mist, haben wir euch keine Möhre. Na, du willst mal drüber fliegen. Auch mit deinem Pi. Beim fetten Fisch bei Mario Bros. 3. Gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Man muss einfach an manchen Stellen tauchen. Je tiefer du bist, desto sicherster bist du eigentlich. Weil die ganzen Gegner einmal oben sind, weil die Spieleproduzenten noch damit gerechnet haben, dass du, naja, unten sein willst. Oben, an der Wasseroberfläche. Ja, damit hat Nintendo gerechnet. Aber wir kommen Nintendo zuvor. Hoho. Also das ist mir zumindest letztens aufgefallen, dass die ganzen Gegner alle nur oben sind. Außer halt an so speziellen Stellen, wo man einfach runter muss. Das stimmt. Also immer schön unten bleiben. Wo
Wo ist das Finish? Das sieht aus. Ja. Das, die Glocke ist auch immer sehr leicht zu erreichen, weil die ja genau über der Wasseroberfläche hängt. Und wir nehmen noch ein Item mit. Jetzt, da, komm schon. Boah, das war eng. Aber drei Leben. Jedenfalls haben wir ein paar Leben gegen das nächste Game Over Game gekriegt. Und wir machen hier mal einen Schnitt, Leute, in der Turtle Zone. Das war's für heute von Super Mario Land 2 mit... Ich bin der Wal, ich schlafe, ich kann gerade nicht. Zeronimus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ich bin müde. Tschüss.